Ja, liebe Freunde der Natur, herzlich willkommen zu diesem Video. Heute mit dem Thema der Fichte. Es gibt wohl kaum eine Baumart, die mehr umstritten ist und häufiger genannt ist als die Fichte in Deutschland. In diesem Video werde ich euch einmal die Fichte vorstellen und dann auch alles sozusagen berichten, was es aktuell darum zu berichten gibt. Ich bin Jovi und ich bin Förster. Ich freue mich mit euch, den Wald kennenzulernen und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt und den Wald und die Natur mehr kennenlernen möchtet, dann tut das auf jeden Fall. Wir veröffentlichen regelmäßig neue Videos, in denen wir euch die Natur erklären. Heute geht es um die Fichte. Es gibt wohl kaum eine Baumart, die umstrittener ist und die aktuell für mehr Diskussionen sorgt als die Fichte. Doch bevor wir auf die ganzen hitzigen Fragestellungen rund um die Fichte und die Probleme der Fichte eingehen werden, fangen wir erstmal an, die Merkmale zu betrachten. Ja, die Fichte ist ein Nadelbaum, die 2 bis 3 cm lange Nadeln hat, die spitz sind. Also die tatsächlich ziemlich stark stechend sind. Und die Nadeln haben kleine Fähnchen. Das nennen wir in der Forstsprache, wenn an die Nadel nicht direkt am Ast sitzt, sondern eben so ein kleines Stängelchen hat und an so einer Fahne befestigt ist. Ja, die Fichte ist tatsächlich 50 bis 60 Meter hoch und 500 bis 600 Jahre alt. Sie hat im früheren Stadium, hier oben seht ihr es noch, hat sie eine Rinde, die noch nicht aufgerissen ist, und im späteren Stadium entwickelt sie eine Borke, die tatsächlich dann aufreißt. Und so kann man die Fichte auch ganz gut erkennen. Sie ist tatsächlich häufig, kommt auf den Standort drauf an, mit Moos bewachsen. Deswegen ist sie auch hier leicht grün. Ja, was gibt es noch zur Fichte, was zu wissen ist als Merkmal? Die Fichte ist ein Flachwurzler. Das bedeutet, die Wurzeln sind eher an der Oberfläche der Erde und wachsen nicht so stark in den Boden hinein. Was macht die Fichte jetzt aus? Die Fichte ist ganz klar die Brotbaumart Deutschlands. Was wir damit meinen, ist, dass der meiste Umsatz, also der größte Gewinn, sozusagen in der Fichte steckt in Deutschland. Auch wenn sie flächenmäßig nicht nicht so viel ausmacht, prozentual, macht sie dennoch mehr als die Hälfte des Gewinns aus bei einem kleineren prozentualen Flächenanteil. Und damit ist ihr finanzieller Anteil in Deutschland deutlich über dem, den es tatsächlich von der Baumartenmischung in Deutschland zusammensetzt. Die Fichte ist die häufigste Nadelbaumart, dicht gefolgt von der Kiefer. Und diese beiden Baumarten machen tatsächlich den größeren Teil der Baumarten in Deutschland aus. Die Fichte ist also der Brotbaum. Und damit geht auch gleich einher, dass die Fichte am häufigsten verwendet wird. In allen Möbeln, in der Holzindustrie finden wir überall die Fichte. Und damit ist es auf jeden Fall eine Baumart, die besonders in der Holzindustrie ein sehr großes und wichtiges Thema ist. Und jetzt ist aber die Schwierigkeit, dass wir eben die Brotbaumart Deutschlands haben, wo sehr viel abhängig davon ist. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt viele Probleme mit der Fichte. Doch vorab, warum ist denn die Fichte eigentlich so groß geworden in Deutschland? Nun, die Fichte ist tatsächlich eine einheimische Baumart. Das bedeutet, wir finden sie von Skandinavien, Bayerischen Wald bis in die Tatra, bis nach Osteuropa rein. Überall dort wächst sie natürlich. Und so hat sie sich von da aus weiter ausgebreitet und wurde vom Menschen überall auch verteilt. Das bedeutet, eigentlich ist sie eine Baumart, die im Flachland in den kalten Regionen ist und dann in den kälteren Regionen wieder im Bergland unterwegs ist. Von dort ist sie jetzt über die ganze Fläche verteilt worden, und das liegt vor allem daran, dass sie schnell wächst. Sie kann möglichst einfach gepflanzt werden, kann als Reihenbestand gepflanzt werden und kann eben auch schnell wachsen und so schnell das Holz in die Industrie liefern. Das liegt jetzt an mehreren Etappen, die wir in unserer Geschichte haben. Das ist zum einen
so die Vorindustrialisierung und dann die Industrialisierung und dann die Aufforstung nach den Kriegen. Und überall dort war die Fichte das Einfachste auf die Fläche zu bringen, wo man am schnellsten wieder was von ernten konnte, weil man nicht darauf warten konnte, mit so vielen Kahlflächen tatsächlich so lange auf das Holz zu warten, um eben zu bauen, um Brennholz zu haben, um zu exportieren und diese ganzen Einheiten eben zu erfüllen. Dabei ist auf jeden Fall nicht gesagt, dass es die weiseste Entscheidung war, der Förster, dass jetzt die Fichte überall gepflanzt wurde. Das sehen wir ja aktuell, dass überall der Borkenkäfer, die Stürme und so weiter riesige Kahlschläge verursacht haben, riesige Kalamitätsflächen, also wo der Käfer eben die Bäume befallen hat, wo die Bäume und die Wälder flächenweise absterben. Und das ist natürlich jetzt nicht der Wunsch der Förster, dass der Wald ihnen wegstirbt. Und das ist dann natürlich ziemlich ungünstig und ziemlich unschön. Und deswegen ist die Frage, wie reagieren wir jetzt darauf? Wie gehen wir damit um? Und das ist tatsächlich das größte Thema aktuell. Wie soll man jetzt mit diesen ganzen Schadflächen umgehen? Da gibt es auf der einen Seite die Position, wir lassen alles stehen, wir behalten das Totholz im Wald und versuchen die Fläche irgendwie wieder zu mischen und noch zu hoffen, dass wir noch einzelne überlebende Bäume behalten. Auf der anderen Seite ist irgendwo die Position, dass die Flächen abgeräumt werden, dass ein Kahlschlag gemacht wird und so die Fläche beräumt wird, um dann eben auch die weiteren Bäume zu schützen. In den vergangenen Jahren haben wir dabei verschiedene Etappen davon gesehen und besonders zu Beginn war es so, oh, wir haben hier ein Käferproblem und dann war es in der Vergangenheit immer so, dass gesagt wurde, wir entnehmen die Bäume, die Schäden haben und so behalten wir uns den Wald so sauber und gesund. Das hat so lange gut funktioniert, bis es zu viel Fläche wurde und jetzt ist es natürlich so, dann, naja gut, wo hören wir dann auf? Und dann wurde weitergefällt. Und dann wird versucht aufzuforsten. Und deswegen sind das jetzt gerade ziemlich brennende Themen in Deutschland, weil auf der einen Seite der Waldverlust zu sehen ist, dass die Fichte ausstirbt und abstirbt auf den meisten Flächen. Das bedeutet nicht, dass sie überall in Deutschland abstirbt, sondern nur in den Gebieten, wo sie halt nicht heimisch ist und nicht standortgerecht ist. Was eben der größte Teil der Fläche ist. Aber deswegen ist die Fichte an sich nicht generell ein Problem, weil sie dennoch auch standortheimisch und an gerechten Standorten gut wächst und auch sinnvoll ist. Und damit wird sie auch in Zukunft da nicht weggehen sollen, weil da im Endeffekt auch das Ziel ist, die Fichte da zu erhalten. Für den Rest der Fläche ist jetzt die Frage, wie gehen wir damit in Zukunft um? Und da sind wir jetzt bei der größten Frage, die wir die Forstwirtschaft gerade kennt. Wie gehen wir mit dem Klimawald und der Fichte um? Forsten wir die Flächen auf? Wie mischen wir die Flächen? Wie finanzieren wir das Ganze? Weil eine Pflanzung ist auch immer ziemlich teuer. Wir müssen nämlich Saatgut oder die Setzlinge kaufen und die dann in die Natur bringen. Deswegen ist eine Naturverjüngung immer billiger. Kriegen wir eine Naturverjüngung jetzt aber auf eine Kahlschlagsfläche? Das ist irgendwo teilweise schwierig. Und so ist die Frage nicht ganz klar, wie wir in Zukunft damit umgehen. Ich habe euch hier mal ein Video verlinkt, da sind wir mit den Arbeitspferden im Wald und pflügen den Wald, um so auch den Wald vorzubereiten für die Naturverjüngung und auch für eine Saat. Wenn euch das Thema interessiert, könnt ihr euch gerne das Video mal angucken. Und das ist eine Antwort. Wir könnten mit Pferden pflügen, wir können dann Saatgut ausbringen. Das ist eine Möglichkeit. Und all diese Fragen und auch die Verbindung dazu, wie wir das jetzt umsetzen, das ist jetzt die große Quizfrage. Was denkt ihr dazu? Lasst es mal gerne in die Kommentare, dass wir gerne mal darüber diskutieren können, was ihr glaubt, wird mit der Fichte passieren. Was sollen wir jetzt mit den Kahlschlägen machen? Und das ist das große Thema. Was machen wir mit den Kahlschlägen? Schreibt es mal rein, dann können wir uns gerne mal die ganzen Ideen austauschen und mal gucken, was so eigentlich die beste Antwort davon ist. Wir haben gleichzeitig auch schon ein Video veröffentlicht über die Douglasie, das werde ich euch auch nochmal verlinken. Darin geht es darum, ist die Douglasie vielleicht auch ein Ersatz für die Fichte? Können wir damit auch einige Flächen aufforsten? Natürlich in der Mischung, aber kann die Douglasie uns helfen, auch eine weitere Baumart im Köcher zu haben, um eben so auch die Mischverhältnisse hinzubekommen?
Das Video verlinke ich euch hier. Viel Spaß damit. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann tut das jetzt gerne. Und wir sehen uns dann gleich beim nächsten Video. Ich bin Jovi und ich wünsche euch viel Freude beim Videos gucken.